der Itineo SB47 steht auch im Kennzeichen. Und der Christian, der Besitzer, steht hinter mir. Das ist die Spirit Edition. Ich bin meiner Sport Edition, stehe ich kurz davor vor diesem Fahrzeug. Und ich bin mitten in Bochum bei herrlichem Frühlingswetter. Und ihr seht das Video ziemlich aktuell, also circa 2 Tage nachdem ich aufgezeichnet habe hier. Das Fahrzeug steht zum Verkauf, Christian. Grüß dich. Ja, das ist richtig. Das Fahrzeug habe ich vorgestellt bei Hartmann in Lünen. Also nicht den, aber den baugleichen. Ja. Das ist jetzt circa 1,5 Jahre her, schätze ich. Dann bist du auch in Kontakt gekommen und hast dich schließlich für dieses Fahrzeug entschieden. Ja, wir haben lange gesucht und die Besonderheit bei dem SP 740 ist ja, dass ein Kinderzimmer hinten ist. Wir sagen immer dazu, wir haben vorne unser Einzimmer-Apartment mit meiner Frau, mit dem Durchgangsbad. Das war einfach perfekt für die aktuelle Familiensituation. Und der Herr Hartmann hat uns alle Extrawünsche erfüllt. Da sind wir wirklich stolz drauf und da werden wir heute einiges von sehen. Und das sind einige Extrawünsche. Wir gehen jetzt mal außenrum, nennen noch mal ein paar Fakten. Warum finden wir das Fahrzeug, es steht zum Verkauf? Und zwar deshalb, weil ihr euch für ein, man kann es durchaus sagen, größeren. Wir wollten was haben, was auch mehr als 2 Tonnen ziehen kann. Aber das ist hier schon eine Besonderheit. Hier ist eine 2 Tonnen Anhängerkupplung dran, was in der Klasse selten ist. Die anderen können nur 1,8 Tonnen. War eine Sonderanfertigung, ist TÜV eingetragen. Wir nehmen immer ein kleines Auto mit, damit wir vor Ort mobil sind. Ja. Und Erstzulassung war? Juni vor 1,5 Jahren. Also was ist das? 2021. 2021. Ja. Kilometer? Weißt du die zufällig aus? 20.000. 20.000. Ja. Also gerade mal eingefahren. Ja. 180 PS, Neugang, Automatik. Richtig. Also volle Lotte, alles was der Fiat hier gibt. Auch von Itineo, alles. Genau. Ja. Schöne Felgen drauf. Das sind Ganzjahresreifen, ich filme mal drauf, weil... 18 Zoll Ramto. Ja. War ich eher skeptisch, aber total begeistert mit den Allwetterrädern im Schnee. Also mehr braucht man nicht. Das vom Komfort her super, von der Traglast. Der läuft vom Chassis her auf 4,4 Tonnen. 4,4 Tonnen, ist ja richtig. Ja. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Du hast überall nochmal Zusatzschlösser drauf, dass man das nochmal alles sieht. Jetzt mal, das sind ja mal die Kleinigkeiten. Ja, sowas hat noch jeder mal. Aber was dann drin los ist in dem Fahrzeug, Leute, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ich war auch noch nicht drin im Fahrzeug. Also ich lasse mich jetzt überraschen, was du uns da alles zeigen kannst. Der Listenpreis übrigens jetzt, ich sag mal, nackt, das was Itineo und Hartmann so reingepackt haben, wäre jetzt mittlerweile bei ca. 100.000 Euro. Plus das, was du dem Fahrzeug noch gegönnt hast, weil du kommst aus der, kann man durchaus sagen, aus der EDV. Ich nenne es mal aus der EDV. Ja, aus der IT. Ja, aus der IT. Und technisch verspielt gerne. Da kennst du dich also aus, du weißt, was du tust und du weißt auch, was du dem Fahrzeug alles eingepflanzt hast. Beziehungsweise hast du das meiste selber gemacht? Nein, oder in Verbindung mit Hartmann dann? Nee, ich habe nur meine Wünsche geäußert. Zum Teil habe ich unterstützt bei Sachen besorgen, was ja schwierig ist in der letzten Zeit. Und der Hartmann hat die ganzen Sachen mit seinen Jungs professionell eingebaut. Sehr schön. Ja, da hat der Günther einen guten Ruf. Gell? Schön groß übrigens, wenn er das Video sieht. Und Birdview sehe ich schon mal rundum. Birdview, schön 360 Ringsten. Grad. Ja, ist auch sehr angenehm. Und jetzt geht es auch so ziemlich los. Ich habe ja vorhin schon mal durchs Fenster reingesehen, ungefähr so. Da sehe ich schon mal Lautsprecher, die nicht normal sind. Weil das, was der Fiat da einbaut oder die Hersteller, das ist krachte eher mehr, als dass es Musik spielt oder sonstige Infos bringt. Ja, das zeigen wir gleich mal von drinnen, erzählen wir mehr zu. Und schön ist er auch. Ich fand den immer schick. Und was mich fasziniert hat, sind die 3 Scheibenwischer. Ja, das ist so wie damals der Jaguar E-Type noch, nur etwas größer. Du hast die Go-Box drin, alles was man braucht. So, gehen wir mal rein, oder? Ja. Gucken wir uns das mal an. Also das Fahrzeug ist, nur dass ihr das seht, darum filme ich immer außenrum, tippitoppi. Vom Zustand her alles neuwertigst. Sollen wir draußen noch ein paar Sachen zeigen? Wir können draußen ruhig weitermachen. Ja. Also Besonderheit, einmal eine Steckdose. Es läuft alles 220 Volt, läuft auch während der Fahrt. Mhm. Und wir haben eine Außendusche. Ja. Und hier haben wir im Vorzelt immer eine Spülmaschine angeschlossen mit dem Tisch. Funktioniert super. Im Winter haben wir die drin angeschlossen. Ja.
Ein Sog ist hier noch reingekommen. Gut. Eine Vorzeltheizung, sehr angenehm, auch schon im Herbst. Aha, sehr gut. Das ist auch mal um Finger zu wärmen, ganz praktisch. Ja. Die Schlösser hatten wir gerade schon angesprochen. Ja. Zentralverriegelung haben wir auch gerade gehört bei der Aufbautür. Natürlich noch die ausfahrbare Stufe dazu, die automatisch reingeht, wenn du den Motor startest. Dann haben wir für einen Gasgrill, auch sehr praktisch, oder halt Gasanschluss auf den Campingplätzen. Ja. Und hier haben wir lange gewartet, bis wir das Material hatten und haben lange mit dem Herrn Hartmann überlegt, wie wir meine Wünsche erfüllt kriegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon mal einer gesehen hat. Und zwar sind das zwei 14 Kilo Gasflaschen, geil, die zusammen angeschlossen sind als Festgastank. Ja. Ich kann jederzeit eine normale Flasche anschließen. Ich habe links die normale Duo Control, wie man sie kennt. Und ich habe ein Europa-Set dazu bekommen, wo ich die passenden Adapter einfach dann draufschraube und an jeder LPG-Gastankstelle relativ günstig tanken kann. Ja. Es gehen so 56 Liter, müssten das sein, gehen in die Flaschen rein. Der ist heute Morgen mit Gas alle gegangen. Ich habe zuletzt Ende Dezember, 20. Dezember, und wir waren da mit dem Winterurlaub gut vor Ort, hatten einen Festanschluss. Man kommt ewig mit den Flaschen raus. Das ist genial. Darunter sind Messeinheiten. Ja, wollte ich gerade sagen, mit Sicherheit. Die von Cara Control auf der App auch angezeigt werden, damit ich weiß, was ich für einen Stand habe. Es ist bedeutend leichter als die anderen Flaschen. Ja. Und ich habe viel mehr Komfort und durch die Duo Control auch während der Fahrt. Gas? Ich wollte gerade sagen, du kannst aber auch immer messen. Du kannst während der Fahrt messen, egal, oder? Also die Anzeige ist immer, weil wir kennen ja das von diesen Standard-Günstig-Einheiten, da musst du im Stand messen, da musst du die Gurte losmachen, dass er überhaupt die Last testen kann. Also das ist alles durchgeplant. Das funktioniert. Die Gurte sind nicht ganz angezogen, dadurch kann er messen. Das klappt wirklich ganz gut. Prima. Und man muss nicht immer diese Flaschen rein und raus nehmen. Ja. Dann natürlich Markise hier mit LED-Leuchtwand komplett, wahrscheinlich auch dimmbar, oder? Ja, ich zeige noch mal einmal was. Ja, okay, dann machst du mal ein bisschen was an. Das ist die große 8000er. Also jetzt steigert sich das Ganze. Die normalerweise auch nur funktioniert, wenn ich am Stromanschluss bin. Ja. Aber. Also Hokus Pokus, nichts mehr kurbelt, sondern das Ding geht vollautomatisch mit Tastendruck. Die ist auch dicker und stabiler. Zeig das noch mal kurz. Ja. Die ist auch dicker und stabiler als die andere 6000er. Wenn man da die Spanngurte dran hat, also Windstärke 6 oder so, überhaupt kein Problem. Ja. Ja. Die verschließt auch vernünftig. Das ist wirklich angenehm. Und nicht mehr das Gekurbel. Ja. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Hand vom Unfall. Das ist einfacher. Nur die Fernbedienung ist so empfindlich, sollte man während der Fahrt in die Ecke legen, dass sie nicht während der Fahrt rausfährt. Naja, okay, das muss safe liegen, alles klar. Haben wir in der Garage noch was drin zu zeigen? Das ist alles die Standardgarage. Mehr oder weniger Standard, nur dass wir nichts vergessen. Wir haben in der Garage auch einen Duschanschluss, wir haben also den für die Außendusche oder für die Spülmaschine, wir haben einen Stromanschluss in der Garage, wir haben natürlich von der Truma Luftheizung die Auslässe, wo überall Filter drin sind, damit wir auch nicht so ein Staubproblem haben. Die Matratze ist noch nagelneu. Habt ihr die Erdtürenfilter drin, ja? Komplett verbaut. Ja, sehr gut. Überall drin. Das ist übrigens ein Produkt, das ich erfunden habe. Ja, das und dann im Vertrieb gebracht habe. Wusste ich bis vor zwei Tagen noch gar nicht, dass das von dir kommt. Ja, ja. Wir haben, da wir nur ein Kind haben, die Matratze ist nagelneu, die ist noch nicht genutzt worden, haben wir meistens die Klappe hochgemacht, dass wir eine größere Garage hatten, und vor Ort hatten wir die Klappe immer unten und haben das als Ablagefläche genutzt, oder da stand die Spülmaschine drauf. Wir haben Schneeketten für dieses Fahrzeug. Ja, wichtig. Falls mal doch was ist, dass man rausfahren kann. Thermoball liegt auch noch mit drin für die Scheibe natürlich. Genau. Und wir haben auch noch eine zweite Kassette, Toilettenkassette. Haben wir nie gebraucht, nur falls wir die mal brauchten, falls wir unterwegs sind. Gut, ich gebe das mit der Kamera immer ein bisschen drüber oder drunter oder nebenbei. Und der Grundriss hat mir damals schon gefallen. Also für Familien mit Kindern ist das perfekt, oder auch als Arbeitszimmer hinten, je nachdem, wenn man alleine unterwegs ist. Und du willst vorausgehen oder ich gehe voraus? Wie du möchtest, dann gehe ich einmal vor. Ja. Einstieg kennen wir. Und jetzt rein in die Spirit Edition.
Dann machen wir erstmal das Klassische. Ich kann ja auch den Wagen dann nochmal dazu hängen, in Anführungszeichen an der Stelle. Das Video, so wie ich ihn dann damals mit dem Günther abgefilmt habe, dann könnt ihr den Vergleich sehen, was hier noch alles passiert ist. Denn jetzt geht's ins Eingemachte, oder? Würde ich mal sagen. Was uns gar nicht gefallen hat, wir haben den als Leihwagen gehabt und waren auch in Kroatien über Ostern. Die Dämmung vom vorderen Armaturenbrett und drumherum war eine Katastrophe. Wenn es draußen kalt war, hat es immer gezogen. Da ist sehr, sehr viel nachgearbeitet worden. Es gab noch eine weitere Firma, die die Firma Hartmann unterstützt hat. Das war Pro Audio. Mhm. Und zwar, ich mag Musik, aber die muss von der Qualität her gut sein. Ja. Und die haben lange überlegt und die haben mir links und rechts Drei-Wege-System gebaut mit Herzlautsprechern. Mhm. Das Ganze wird über eine 8-Kanal-Helix-Endstufe angesteuert und ist eingemessen worden. Crazy. Von Mirko. Mirko ist ein Genie in dem Bereich. Yeah. Schöne Grüße an Mirko übrigens. Auch da danke nochmal, was ihr hier vollbracht habt. Yeah. Und du filmst gerade die Gimbal ausgerudert, aber jetzt gehen wir wieder hin. So, komm zurück. Du hast nicht frei, sei jetzt ist wieder da. So, unten vielleicht. Ja, da gehe ich schon mal hin, genau. Das war eine Überraschung von Pro Audio, das hatte ich nicht so bestellt. Die haben mir wirklich passend für diesen Fiat-Chassis einen kleinen Subwoofer, der nochmal mit einer extra Helix-Endstufe angesteuert wird, gebaut. Und es gibt hinten, vielleicht kannst du einmal rüberschwenken, gibt es noch die Hecklautsprecher, ja. Wo man einen schönen Surround Sound hat. Ja. Und auch egal, wo man hier im Wohnmobil ist, man hat einfach einen schönen Klang. Mhm. Das bringt jetzt wahrscheinlich relativ wenig über die Lautsprecher und über das Mikro, mit dem ich jetzt aufnehme, wenn man den Sound vorführt. Aber das seht ihr, wenn ihr Interesse habt, das Fahrzeug, oder hört ihr vielmehr. Würdet ihr vielleicht trotzdem kurz was zeigen? Ja, klar. Soll ich hier sitzen bleiben? Oder ja, bleib da sitzen. Okay. Alexa, schalte Radioantenne Bayern an. Das merkt man. Sie öffnet ihr Amazon-Paket und ihre Augen werden größer und größer. Soft-Touch-Knöpfe und automatische Anbaukontrolle. Die elektrische Zahnbürste ihrer Träume zu einem traumhaften Preis. Sophie gibt 5 Sterne. Jetzt ist meine Monetarisierung für das Video auch kaputt, aber macht nichts. Leute, nur beim Einschalten merkt man den Unterschied schon. Ich habe jetzt über 3000 Fahrzeuge gefilmt. Also da merkst du sofort, hier spielt sich was ab. Das alles andere ist normal. Vielleicht kannst du dich mal filmen dazu mit dem Gesicht. Ja, das mache ich ja wirklich. Ich habe komplett hier Gänsehaut, also es ist unfassbar. Ihr könnt es übrigens auch als rollende Disco nutzen. Also unfassbar. Ein anderes Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich bin echt geflasht. Das ist ja der Knaller. Nächste Frage hier. Goldschmidt sehe ich da unten. Hast du noch Hinterachsluftfeder oder mehr? Nee, das ist die vollautomatische. Vorne, 4K? Vorne und hinten. Wir stehen auch eigentlich schräg, aber das Wohnmobil steht gerade. Der ist einmal ausgerichtet. Mhm. Macht einen riesigen Unterschied beim Fahren. Also die 18 Zoll mit dem Goldschmidt, wir haben die Sachen auch nacheinander bekommen. Yeah. Die erste Fahrt mit dem Standard Leihwohnmobil, man hat das Klappern vom Geschirr, alles durchgehen, das hat von vorne gezogen. Das ist komforttechnisch aus meiner Sicht 2 Liegen höher. Mhm. Wir hatten auch vorher das Problem, ist man 100 gefahren, man konnte sich nicht unterhalten von den Geräuschen, man konnte die Musik nicht vernünftig wahrnehmen, man konnte kaum den Nachrichtensprecher hören. Es ist der ganze vordere Teil ist neu gedämmt worden. Mhm. Aus dem HiFi-Bereich. Das ist jetzt luftdicht. Soundtechnisch hat sich ganz viel verändert. Es gibt unten ist noch mal gibt es hat Hartmann eingebaut. Speziell im unteren Bereich ist einmal alles neu gedämmt worden. Mhm. Und wir haben eine beheizbare Matte. Ja. Und wir haben hier mit Wintercamping gemacht und es sind Welten zwischen. Einfach zwischen Serie und das, was hier gemacht ist.
Meine Frau hört nicht gerne laut Musik, aber sie mag es, wenn es klar ist. Und es macht einfach Spaß, auch während der Fahrt, nach einer langen Fahrt, nochmal ein schönes Lied zu hören und da auch mit der Family oder mit Freunden einfach ein bisschen Spaß im Auto zu haben. Ist eine andere Kategorie Urlaub dann. Ich sehe auch da vorne noch das Mobileye oder Mobileye, wie viele sagen drauf. Ja, ich war sehr enttäuscht, dass es grundlegend in der Branche relativ wenig, was diese Sicherheit angeht, mit Abstand und Spurhalteassistent. Da ist Mobileye, der deutsche Servicepartner, rausgenommen, hat das vor Ort beim Hartmann installiert. Mhm. Auch die 360-Grad-View sind ein paar Spielereien. Und wir haben vorne ein Head-Up-Display, ganz vorne hinter den Lautsprechern. Ja. Wenn ich das mal anmache. Ja, da vorne sieht man es. Warte, ich gehe noch mal vor. Ich muss mal schauen, dass ich hier durchkomme. Hoppala. So, da ist es. Es flimmert natürlich jetzt ein bisschen, aber jetzt ist es da. Das ist GPS-geeicht. Mhm. Das hat einen riesigen Vorteil, weil da stimmt wenigstens auch die Geschwindigkeit. Ja. Die ist ja bei Fiat nicht ganz so hundertprozentig. Ja. Habe ich ein bisschen für gebraucht, weil ich dann gemerkt habe, die LKWs überholen mich, obwohl ich schon 85 fahre. Mhm. Da passt die Geschwindigkeit drauf. Und ich finde, bei so einem Wohnmobil muss man konzentriert nach vorne schauen. Und es ist einfach sehr angenehm, wenn man die Geschwindigkeit im Blick hat und er zeigt dir in Sekunden den Abstand an, ob alles gut ist, ob das passt. Du hast ein Tempomat, der geschwindigkeitsabhängig bzw. Vordermann gesteuert ist? Das gibt es in der Klasse leider nicht. Hat er nicht. Genau, der hat ein Tempomat. Aber ist, mit den 180 PS und dem Automatikgetriebe fährt sich das wirklich sehr gut. Ja, denke ich mir. Also, und man muss erstmal einmal den Schalter mit 130 PS gefahren haben, dass man das auch wertschätzt, was man dann da hat. Also, das ist ein Unterschied. Ihr seht, also da vorne ist schon mal total irre. Also, 360 Bird View ist, denke ich, bekannt, was ich hier noch machen kann. Abwassertank. Abwassertank draufschalten und ich habe links einen Schalter, wo ich öffnen kann und auch entspannt auf den Gullis leeren kann. Auch das ist noch eine Kleinigkeit, die drin ist. Ja. Hier kann man direkt die Lautstärke einstellen und den Bass besser als auf so einem Touch. Das kann auch Apple CarPlay, das hat ein LKW-Navi eingebaut. Hier habe ich mehrere Optionen, sind ja nie alle Karten perfekt, das merkt man gerade mit Brücken und Co. Aber das ist hier aus unserer Sicht ganz gut gelöst. Gut, jetzt haben wir mal soweit, es gibt natürlich hier stundenlang was zu berichten. Also man muss das Fahrzeug nochmal entdecken, wer Interesse hat, meldet sich dann direkt und dann stellen wir einen Kontakt hier. Jetzt zusammengefasst hier grob, damit man den Preis auch nachher mal ein bisschen verstehen kann. Wenn ich jetzt auf die Details schon mal eingehe hier vorne, das sind ja schon mal gut 15.000 bis 20.000 Euro drin. In Isolierung, in Mobileye, in das Pioneer-System, in die 360-Grad-Kamera. Also es geht nachher noch ein bisschen weiter mit Zubehör, aber ich sage mal roundabout, hast du ja gut Geld reingesteckt in das Fahrzeug, weil du, sorry das Wort, schon freakig unterwegs bist. Man kann das durchaus sagen, aber... Ich bin Perfektionist. Ich will es immer auf Stand der Technik haben. Und also da auch nochmal Danke an die Firma Hartmann, dass die Wünsche mir alle erfüllt worden sind, auch wenn man erstmal skeptisch geguckt hat. Ist schon was Besonderes. Es macht auf jeden Fall glücklich. Es ist ein anderer Komfort. Es ist ein anderes Reisen. Es gibt genug, die sowas suchen oder auch nachrüsten. Also von dem her, ein Auto... für oder ein Fahrzeug für Individualisten, die wirklich Urlaub der anderen Art genießen. Wenn außer fliegen kann, der ist so ziemlich alles, sage ich mal. Strom ist grundlegend für mich wichtig. Auch online sein, Internet, damit ich zwischendurch arbeiten kann. Wir haben hier von Victron Energy, das können wir auch gerne mal zeigen, wo es verbaut ist. Ja, ich gebe mal ein bisschen mit. Muss ich mal einmal kurz Strom ohne Ende. Währenddessen kannst du schon mal sagen, was du Solar am Dach hast, hier bei den 7,40 Meter Fahrzeuglänge, also alles ausgenutzt, was geht am Dach? Wir haben fünf 220 Watt Module auf dem Dach, die selbst bei dem schlechten Wetter, gerade im Frühling, jetzt gerade 130 Watt machen. Man sieht es hier. Es sind zwei Ladebooster verbaut. Die sind auch mittlerweile perfekt programmiert, dass sie auch vernünftig nachladen, trotz der intelligenten Lichtmaschine, was ich als Schimpfwort von Fiat ansehe. Ja, aber danke, du darfst es sagen. Ja, es funktioniert. Ja. Hier haben wir
Hält das so? Ja. Hier haben wir ein Quadro 12-3000 drin. Der macht im Peak 6000 VA und Dauerlast 2,4 kW. Den verkaufen die nicht alle Tage. Auch bei Victron nicht. Ja, darunter ist der Kerbo, der Hauptcomputer. Darunter sind die beiden MPPTs. Mhm. Wir haben noch ein 220 Volt Ladegerät für die Starterbatterie. Es ist alles auch perfekt programmiert. Und der hängt außer am Campingplatz das ganze Jahr nicht am Strom. Wie viel Lithium-Ionen ist dann da an Akkupack drin? Wir haben hier 450 Amperestunden. Reicht. LiPo 4. Würde sagen, reicht. Das ist toll verbaut. Die Kiste wurde ein bisschen zu warm, logischerweise. Ein Zusatzlüfter sehe ich gerade hier vorne um die Ecke. Mhm. Das ist aus dem HiFi-Bereich. Das kommt aus USA. Ja. Fast lautlos, intelligent gesteuert. Wir haben links haben wir die Ansaugung, rechts das Rausblasen. Vielleicht kannst du nochmal von links filmen. Wie geil. Auch, dass der jetzt an ist, und also 25 Grad, das ist relativ entspannt von den Temperaturen, seitdem die vier Lüfter drin sind. Ja. Die werden für ganz große HiFi-Racks genutzt. Die kommen aus dem edlen HiFi-Bereich. Die gibt es aktuell nur in den USA. Die habe ich auch aus USA für die Kiste hier importiert. Okay. Du hast da nochmal den Bodenschutz drin, wer sich jetzt wundert drüber. Das ist also der Messebodenschutz, den wird immer ausgeliefert im Itineo. Genau. Hast du den Originalboden, aber schadet ja nichts. Hast du länger Spaß dran? Ja, immer zum Beladen oder Entladen haben wir den drin. Und, sehr gut. An der Beleuchtung selber hast du nichts geändert, oder? Weil die ist ja eher ausreichend und schön gemacht beim Itineo. Die ist schön gemacht. Die kann halt... Kannst du jetzt komplett auch wieder mit der App steuern, oder? Die kann mit der App gesteuert werden. Genauso natürlich wie deine ganzen Victron-Regler. Und das ganze Auto kann eigentlich außer Fahren per App gesteuert werden, sag ich jetzt mal, oder? Der Vorteil ist, dass ich die LEDs dimmen kann. Mhm. Einzeln. Mhm. Über die App, was über die Schalter nicht geht. Mhm. Das ist halt sehr angenehm. Kannst du auch per Smart Home jetzt das Licht ein- und ausschalten? Irgendwie mit Alexa machen wir das Licht an oder so? Es gibt hier auch eine Sprachsteuerung. Ich traue mir gar nichts sagen hier drin. Ich liebe meinen Job, so es mal vorstellen zu gehen. Das ist der Hammer. Das hier. Ist die App von Caracontrol. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, kann man erkennen. Und hier kann man dann auf die einzelnen Lichter gehen. Mein Traum. Und dann kann man diese Lichter auch dimmen. Ja, man sieht's. Und das ist halt, wenn man abends im Bett liegt, zwischendurch sind manche zu hell. Ja. Es ist schon, wir waren sehr positiv über die indirekte Beleuchtung und Co. Mhm. Die Kurzzeit abends immer noch gerne ein bisschen Licht an, dann haben wir es runtergedimmt und wenn die eingeschlafen ist, haben wir es aus. Dann muss man nicht immer vor- und zurückrennen. Ja. Heizung kann man darüber steuern. Man sieht die einzelnen Batterien. Und so weiter. Eben auch den Gaszustand, wie wir gesagt haben, Frischwasser, Abwasser. Da ist jetzt auch von Caracontrol ein System drin oder sind das? Das ist von Cara. Von Caracontrol. Die Sensoren alle umgebaut in den Tanks. Dann geht das auch wirklich ganz genau. Vielleicht können wir hier nochmal eine kleine Besonderheit zeigen. Ja. War ich auch einer der ersten in Europa. Da ist ein 5G-Router, der eine Dachantenne hat. Und der strahlt über die eine Antenne WLAN im Wohnmobil aus und über die zweite über der Dachantenne. Mhm. Weil die kurze kein Handy hatte und nur eine Apple Watch und die geht im Ausland nur mit WLAN, hat es für den ganzen Campingplatz gereicht, um die wieder zurückzurufen zum Essen und Co. Das heißt, man hat auch draußen vernünftiges Internet. Ja, also er kann 5G, 4G, 3G. Klar. Der könnte sogar zwei SIM-Karten. Hier auf der anderen Seite haben wir von Alphatronics einen Fernseher. Mhm. Da ist noch in dem Wohnmobil ein Apple TV versteckt. Mhm. Ich finde es von der Bedienung angenehmer. Den kann man hier lösen. Das ist auch ganz gut gemacht. Zu drehen, wenden, genau. Und dann kann man entspannt gucken. Mhm. Das ist die eine der ersten Generationen Alexa, aber auch bewusst. Da gibt es schöne Halter, die ist bündig weg, also ganz flach ist sie verbaut. Und um so ein bisschen zu steuern, Musik zu hören, ein Rauchmelder. Ist, der auch angeschlossen ist wieder an dein System. Das heißt, du merkst, wenn dein Fahrzeug raucht. Und ein CO-Melder, Gasmelder unten verbaut. Mhm.
beziehungsweise hier noch. Ja. Auch da kann man mal zeigen, wie Firma Hartmann den Lautsprecher integriert hat. Ja. Die Größe berechnet worden ist, dass das passt soundmäßig und noch ein Melder drin ist. Wieder eingepegelt worden ist dann. Ja. Also sauber verbaut. Ja. Aus unserer Sicht. Das ist ja noch der Standard, aber das brauchst du ja eigentlich nicht mehr, beziehungsweise nur noch zum Ein- und Ausschalten, aber selbst dann. Das ist so das, was ich bei den Werkstätten nicht mag. Hier sind auch alle Kinderkrankheiten von der Firma Hartmann entfernt worden. Klar hat man am Anfang so ein paar Sachen. Wir hatten eine kaputte Truma-Heizung und so ein paar Sachen. Die machen immer alle das aus. Ich lasse das ganze Jahr über an, weil ich auch auf dem Handy nachgucken kann, wie der Stand von den Batterien ist oder sonst was. Ich finde das ganz angenehm. Also das kann das ganze Jahr anbleiben. Ja. Ich habe keine Stromprobleme in dem Bereich. Truma läuft dann über die eine Ansteuerung, natürlich über die Extra-App von Truma. Nee, über die Cara-Kontrolle. Auch über die Cara-Kontrolle. Auch über die Cara-Kontrolle. Da kann das eingebunden werden. Das, das ist eingebunden. Da kann ich Wassertemperatur einstellen, heizen. Ja. Ist auch, hört sich vielleicht doof an, aber wenn ich abends wach werde, weil mir zu kalt oder zu warm ist und stehe erst auf und stelle um und lege mich wieder hin, dann brauche ich länger zum Einschlafen. Nehme ich das Handy, drücke einmal ein Grad mehr oder weniger, passt das wieder. Der Kühlschrank ist auch nochmal extra gedämmt worden, weil wo alles andere dicht war, haben wir festgestellt, dass es während der Fahrt noch hier ein bisschen zieht. Das ist jetzt auch perfekt dicht. Die Alexa ist so ein Halter aus USA, ist bündig verbaut, stört nicht. Fernseher kann man ausklappen, in die Position bringen, wo alle am besten sehen können. Es ist noch ein bisschen versteckt ein Apple TV verbaut, was sich ein bisschen angenehmer bedienen lässt als die Alphatronic-Menü. Ja. Dann haben wir da noch ein Highlight, und zwar, das kennen vielleicht auch nicht alle, viele sagen, das geht nicht, die Klimaanlage ist die Dometic 3000. Und zwar ist das die erste Inverter-Klimaanlage, die relativ stromsparend ist. Ich habe sie noch nie verbaut gesehen. Also wirklich, 2,2er, ja, im Morello zwei Stück, 2200er und so weiter. Aber die 3000er und dann auch eben komplett autark zu betreiben über die Mega-Photovoltaik und die Lithium-Akkus. Alles easy. Also die Größe ist kein Zufall, weil wir haben 1100 Watt Solar. Die machen in 0 Grad ungefähr die Hälfte und die Klimaanlage verbraucht 550 Watt im normalen Modus. Vielleicht kannst du hier mal kurz filmen auf dem Display. Ja, ich kann nochmal vorzeigen. Wir haben jetzt gerade 307 Watt und mehr als 500 verbraucht die nicht. Man kann damit auch heizen, man kann damit kühlen und gerade vorm Einschlafen einmal runterkühlen oder wenn man mittags in der Sonne kurz Pause macht, dass sich das Wohnmobil nicht aufheizt. Ja. Das ist ganz angenehm. Alle anderen Klimaanlagen sind on-off, haben viel höhere Anlaufströme, steht 5 Ampere in der Anleitung drin, haben dann 28 Ampere Anlaufstrom, das sind fast 6 kW. Das ist halt hiermit viel besser über Batterien und Co. möglich. Und alles wieder zu steuern eben über App? Oder die schaltest du manuell? Die schalten mit der Fernbedienung an. Die schaltest mit der Fernbedienung an. Genau. Okay. Da gibt es noch ein Modul, dass das über Cara Control geht. Das war damals nicht lieferbar. Das wäre aber möglich noch nachzurüsten. Kurzer Blick ins Bad für die, die es noch nicht kennen. Aber wie gesagt, es hängt auch noch mal das Video von einem, ich sag mal, auf bayerischen Nacker, den 47er dabei. Da blättert ihr noch mal hin und dann könnt ihr noch mal sehen, was hier alles gemacht worden ist. Eine Riesendusche und eben dieses Kinderzimmer mit Office-Charakter, wenn man das denn anders nutzen will. Ja, hier haben wir so ein bisschen die Schränke modifiziert. Ja, es war die Idee von meiner Frau. Es war ein bisschen angenehmer, um die Sachen da reinzupacken. Auf der anderen Seite haben wir fast das Gleiche gemacht. Ja. Wenn du es auch noch zeigen möchtest. Setz mich mal um, genau. Wir haben auch zusätzlich sehr, sehr viele Steckdosen und USB-Steckdosen erweitern lassen. Oben auf dem Kinderbett sind auch nochmal USB-Steckdosen rechts rum, dass sie kurz ihr iPad abends für ihr Hörspiel laden kann. Ja. Brav. Vorne am Bett sind auch noch Steckdosen. Also da sind noch einige Steckdosen hier verbaut worden. Strom hat man genug und man kann ihn auch überall nutzen. Tja, jetzt hast du da natürlich jede Menge Know-how reingesteckt und jede Menge Technik.
Jetzt bist du wahrscheinlich bei einer, ich schätze mal grob, Investition 150.000 dürften vielleicht nicht ganz reichen, oder? Für neue Anschaffungspreis inklusive allem, was du so gemacht hast. Kommt aktuell mit 170.000 Euro nicht aus. Ja. Sind halt viele Sachen. Ne? Das Luftfahrwerk kostet 10.000 Euro und die Musik und Co., auch die Akkus und so weiter. Solar, alles genau. Aber das, was ausgesucht worden ist, sind alles Markenkomponenten, die von der Haltbarkeit auch ewig halten sollten. Victron hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist seit Jahrzehnten erprobt, Helix, tolle Endstufen und hier sind halt eher die hochwertigeren Komponenten ausgewählt worden, damit man auch Ruhe hat und nicht so ein Theater hat. Meine Preisvorstellung aktuell auf mobile liegt bei 135.000 Euro. Ja, ist fair. Wer Bock hat, kann gerne vorbeikommen, sich angucken und dann können wir nochmal Details zeigen. Ihr meldet euch. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr zu entdecken, aber wir haben jetzt mal so immer 90% abgedeckt von dem und das ist eh schon Flash pur. Also wie gesagt, ich bin froh, dass ich den Job machen darf, weil das sind so die Highlights, die mich natürlich auch wirklich umhauen. Das ist alles irre standsicher, diese Geschichten. Habt keine Angst, wenn ihr jetzt nicht so technikaffin seid. Das ist alles keine Mondlandung, obwohl es natürlich für ein Wohnmobil schon Oberkante Unterlippe ist, sage ich jetzt mal. Aber für diejenigen, die jetzt nicht Elektronik-Spezialisten sind, das Ganze ist eine bewährte Geschichte. Losfahren, Spaß haben, Urlaub genießen und... Ja, auch einfach zu bedienen, ne? Also eine Alexa kann jeder bedienen, das ist ja keine Hexenwelt. Genau, das ist mal lustig, weil ich wecke immer alle, wenn wir so unsere Camps haben oder Messen haben oder nebeneinander stehen, wecke ich die auf mit Alexa, spinn mal guten Morgen Sonnenschein. Wahrscheinlich erkennt sie meine Stimme nicht. Nee, das muss einfach nur ein bisschen lauter gemacht werden. Ja, genau. Also das ist immer witzig, ihr diesen Song von, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, Marianne Rosenberg, was nicht. Aber egal, so laufe ich dann immer mit meiner kleinen Alexa dort durchs Lager und wecke alle Nachbarn auf. Vielen Grüße an Sascha und alle, die das jedes Mal ertragen müssen. Aber ich sage jetzt Alexa, stopp. Alexa, stopp. Klar, ich muss sie schon ansprechen. Wenn ich nach vorne spreche, kann Alexa das hinter mir links nicht verstehen. Aber ihr seht, das funktioniert alles easy going. Ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Vorfreude auf das neue Fahrzeug. Eins wollte man nur zeigen von außen. Er steht ja jetzt wirklich total schäbs da im Grunde. Du hast das vorhin kurz angesprochen. Du hast jetzt keine Hubstützenanlage drin, aber mit dem 4K-Fahrwerk kannst du natürlich schon ganz schön viel ausgleichen. Ja, also wer das sieht, er steht jetzt wirklich vorne rechts auf dem Randstein. Und es ist auch noch ein bisschen Gefälle da, aber der ist nahezu gerade und du hast jetzt eigentlich keine genaue Nivellierung gemacht. Nee, ich habe ja die Autonivellierung, die habe ich einmal gedrückt. Die hast du drin, genau. Das mein dauert, weiß nicht, 3 Minuten und dann steht er gerade. Das ist natürlich super praktisch. Ja, spannendes Fahrzeug. Ich würde am liebsten gleich mitnehmen. Ich steige jetzt wieder in meine eher kleinere Sport Edition ein mit ein bisschen weniger Ausstattung und werde selber singen. Und wünsche dir ganz viel Erfolg. Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare, ruft mich an. Meine Mobilnummer ist natürlich auch auf meiner Homepage drauf. Da kann ich einen direkten Kontakt herstellen. Oder über die mobile Anzeige, die unten in der Videobeschreibung zu sehen ist. Danke. Also klasse Job, mega Fahrzeug. Da sieht man mal, was man alles machen kann. Ja, ne? Danke, dass ihr hier warst. Hat Spirit Spaß gemacht. Edition. Ja, das stimmt aber auch wirklich. Da ist viel Geist drin. Ja. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss aus. Tschüss. Bochum.